Hallo und willkommen zurück. Wir wollen jetzt durch den Nebel schreiten. Das tun wir. Und es gibt was zu sagen. In der letzten Folge, da habe ich glaube, meinen Mund ein bisschen zu voll genommen. Oder ich meinte es einfach nur nicht so. Und zwar, ist Dark Souls, nur weil man weiß, wie die Gegner auf einen reagieren, oder ja, wie die Gegner hier, also die CPU hier eingestellt ist. Heißt es nicht, dass es unbedingt leicht ist. Es ist trotzdem schwer. Und das weiß jeder, der einst ein ähnliches Spiel oder Dark Souls selbst gespielt hat. So, und ich habe gedacht, ich finde hier was. Scheinbar war es nicht der Fall. Wie man sieht. Naja. Ja, vor allem die Bosse sind immer wieder schwer. Also, wie viel Versuche ich gegen einige Bosse hier gebraucht habe. Dieser Boss ist natürlich der erste. Es ist so, man kommt rein. Aber selbst wenn, also, ich habe schon Leute gesehen, die bei ihm auch schon richtige Schwierigkeiten hatten. Wer einfach die Steuerung noch nicht so drauf hat und gerade erst wirklich neu reinkommt, für den ist das bestimmt kein Zuckerlecken. Zuckerschlecken. Und ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, lasst euch überraschen, was hier noch alles passiert. Ich halte eigentlich hier nur Ausschau für welche Items. Loot oder sowas. Hier scheint nicht zu sein. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran.
Hier ist jemand gestorben. Ich glaube, das ist erstmal das Sinnvollste, was man, also was ich hier machen kann. Erstmal schön Vitalität, Konstitution hoch. Damit ich schön auf zuschlagen kann und ein bisschen was einstecken kann. Ja. Ansonsten werde ich jetzt wohl demnächst überlegen, was für mich dann die beste Wahl ist. Ob nun Stärke oder Beweglichkeit oder ob ich beides hochskille. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ah, your face. You're practically hollow. But who knows? Going hollow could solve quite a bit. what? Restoring your humanity? Well, there are a few ways to go about it. Collect it bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. Oh, Alter. What are you looking at? Don't try anything clever. You might regret it. What? You want to hear more? Oh, that's all we need. Another inquisitive soul. Well, listen carefully then. One of the bells is up above in the undead church, but the lift is broken. You'll have to climb the stairs up the ruins and access the undead burrow through the waterway. The other bell is back down below the undead burg, within the plague-infested Blight Town. But I'd die again before I step foot in that cesspool. Das ist, also ich muss sagen, das ist nochmal ein Grund, warum ich Dark Souls so liebe. Dieses Verkommene, es ist sowieso eigentlich schon alles verloren. Hammer, ich liebe es. Bloody hell, what is it now? You ask too many questions. Dann lass ich ihn in Ruhe. Tja, schade, dass man nicht klettern kann, ne?
Tja. Eben noch drüber gelacht, wie da jemand sterben konnte und schon. Aber es waren ja nicht bis Seelen. Dann überhaupt wieder zurück. Super. Gut. Ich bin der Meinung, man kann auch den Raben angreifen. So. Noch mal ein bisschen reden. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here. Take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Oh my, you again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Very well. Then first, a covenant with the gods. That is a shame, but each to their own. Speak to me if you have a change of heart. Ja, ich will noch mal gucken, wem ich denn überhaupt jetzt, also Eid schwöre. Da kenne ich mich übrigens bei Dark Souls überhaupt nicht aus. Aber ich weiß, dass ich angegriffen werden kann von gewissen Leuten. Also invaded. Und das... Am liebsten würde ich das eigentlich ausschalten. Denn ich habe nicht nur vor, nicht invaded zu werden. Sondern ich habe außerdem vor. Ich habe außerdem vor, noch alle Bosse alleine zu machen, ohne Hilfe. Nicht mal von NPCs. So. Aber ich habe das Fernglas bekommen. So, ich habe... Also es tut mir leid, ich habe vor, noch weiterhin da kurz hinzulaufen, weil ich krieg da noch einige Sachen. Und um ehrlich zu sein, es spielen echt erstaunlich viele immer noch Dark Souls 1. Auf dem PC vor allem, weil das ist gar nicht auf dem PC erschienen. Und das hier ist eine Version, die von der Xbox ja, umformatiert, sagt man das so, wurde. Und
Ach, herrlich. Ja, das passiert auch hin und wieder, dass die NPCs hier runterfallen. So, und es tut mir leid, ich muss dann noch einmal hin. Ich hoffe nur einmal noch. Das Ding ist, es gibt ja nicht unbedingt mal was, was ich unbedingt brauche jetzt. Mehr so, dass ich einfach gerne das schon mal hab. Also wenn ich es dann brauche. Nein! Nicht mich angreifen. Bitte lieber Skelett her. Nein! Nein, 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 nicht hängen! Nein, nein, nein! Ach, wie geil, ey! Ist mir noch nie passiert, dass da so viele runtergesprungen sind. Übrigens, alle Seelen, die man aufnimmt, also die wird, benutzt man als Zahlungsmittel und auch als, als Zahlungsmittel und als... Na, was war's? Ja, und halt zum Aufstiegen, wie man schon gesehen hat, ne? Na, warte mal, ist da nicht... Ich glaube, hier gibt es auch noch einen Weg. Warum nehme ich eigentlich die ganze Zeit den Weg? Komme ich hier nicht lang? Von hier aus jetzt noch rein. Also ich weiß, dass da oben einer. Ich wollte gerade mit dem Finger hinzeigen. Da oben sieht man noch so einen. Da hinten. Da gehen wir auch gleich hin. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich hier auch jetzt das habe. Was ich denn jetzt wollte. Hier jetzt noch was? Nein. Alles klar, dann geht's jetzt zurück. Ja. Und so beginnt unsere Pilgerfahrt. Ja.
Keine Ahnung, ich hätte nichts gehört. War aber glaube ich nicht. Sehr schön. So, jetzt hoffe ich, dass ich mit meinen Tastaturskills das hinbekomme. So, wie war das jetzt? Oh, ne? So. Und jetzt noch wieder zurück. So. Gut, ich würde sagen, fürs erste. Oh, meine Maus. Reicht das? Also, was heißt es, reicht das? Es ist das Ende dieser Folge. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.